Moin Moin und willkommen zu einer ganz speziellen Folge Nacktmullen Informationsgedönsbums. Ja, ich bin der Mutz und ich habe noch jemanden mitgebracht und das ist der Juppi. Ja moin. Hallo. Hallo, na? 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 Hi. Nein, das ziehen wir jetzt keine halbe Stunde durch. Ich habe gerade beschlossen, wir müssen ein paar Informationen raushauen, ja, zu unserem Kanal, zu unseren Videos, zu aktuellen Folgen, und ich würde sagen, wir fangen ganz oben an, ne? DayZ, unser Hauptprojekt. Ja. Ich wollte gerade sagen, sag was, ja. Ist ein bisschen doof, ne? Server am Arsch und... Ja, also für euch, ihr draußen in der Außenwelt, ja, die unsere Videos den ganzen Tag gucken, DayZ gab's endlich ein Patch. Endlich? Hey. Wir haben ihn noch nicht gesehen, ja. Weil die Server nicht funktionieren. Oder bis eben nicht funktioniert haben. Ja. Bedeutet, es war unspielbar, ja. Deswegen haben wir jetzt nicht aufgenommen und deswegen haben wir für heute auch keine Folge. Und für morgen auch nicht. Ja. Ich habe aber. Echt, ey, verdammt Scheiße hier! Renaliere ich gleich! Aber. Aufpassen. Ich habe gerade bei Dean Rocket, The Hall, oder wie auch immer heißt, ja, also den Chefentwickler von DayZ Standalone auf Twitter geguckt. Die haben den Fehler gestern schon eingegrenzt, haben heute irgendwie auf dem Experimental was getestet und es scheint erfolgreich zu sein. Nur, ich habe jetzt heute Abend keine Zeit mehr aufzunehmen. Das bedeutet, wenn das so stimmt und ich das heute bzw. morgen ausprobieren kann, dann werden wir morgen, also Sonntag, aufnehmen. Und dann wird ganz normal Montag die nächste Folge kommen. Mit aber einer kleinen Veränderung. Und zwar haben wir, also speziell ich, Mutz, beschlossen, habe aber mit Juppi natürlich drüber vorher geschnackt, unseren Output... Bitte? Was hast du gesagt? Echt jetzt? Ja, habe ich. Haben wir gesprochen? Ja, haben doch gerade... Ist egal. Also wir haben gerade beschnackt, was wir an Output jetzt gerade raushauen wollen, was wir können und was möglich ist, ja. Ich habe den Zettel von mir liegen und dazu werde ich jetzt ein bisschen was erzählen. Und zwar, DayZ Standalone ist weiterhin unser Hauptprojekt. Mit unser Hauptprojekt. Wir werden dort aber jetzt nur noch 5 Folgen in der Woche raushauen. Das bedeutet, jeden Abend, von Montag bis Freitag, gleiche Zeit, 19 Uhr war das, glaube ich. Hauen wir DayZ raus. Außer es gibt Probleme, so wie jetzt hier mit Server aufnehmen, tüdelü. Ich weiß nicht, ob ich da jedes Mal irgendwie ein Infovideo vorausknallen möchte oder kann. Da würde ich euch empfehlen, liked unsere Facebook-Seite, ja, oder auch Twitter meinetwegen, wenn ihr das andere nicht habt. Dort werde ich sowas auf jeden Fall ankündigen und preisgeben, ne? Also wenn irgendwas in die Büchse geht, ne? Und wenn Juppi sich einlässt, dann sage ich das da auch, ja? Also liked da unsere Seite, ja? Dann wisst ihr Bescheid. Wer ein bisschen aufgepasst hat, hat gesehen, dass wir Arma 3 Breaking Point als, ich sag mal, jetzt quasi neues Projekt angefangen haben. Dieses wird es dreimal die Woche geben. Und zwar montags, mittwochs und freitags. Uhrzeit, ich glaube 18 Uhr. Ich glaube 18 Uhr habe ich jetzt gemacht. Damit haben wir auf jeden Fall 2 große Projekte laufen, was Videoaufnahmen angeht. Ich glaube, damit sind wir schon mal ganz gut im Spiel. Wir haben uns jetzt für Arma 3 Breaking Point entschieden und nicht für Altes Live, weil Breaking Point auf jeden Fall neu für uns ist und das mit Sicherheit besser rüberkommt, wenn wir das machen, so wie wir es machen. Also sprich, wir spielen das Spiel einfach, werden jetzt den Anfang schön ausführlich zeigen und später dann wahrscheinlich dann nur so Highlights präsentieren, ja. Wir haben leider den Fehler gemacht bei Altes Live, was wir eigentlich als zweites Projekt irgendwie angesehen haben, dass wir das zu überzockt haben, sag ich mal ganz vorsichtig. Also so geht's mir zumindest. Dann kommt dazu dieses ständige Serverwechseln. Man hat gar nicht die Möglichkeit, irgendwie was Vernünftiges aufzubauen, weil abends, wenn man aufnehmen will, kommt man nicht auf die Server drauf, etc. Blabla. Ich kenne das Spiel mit Sicherheit, wenn ihr Altes Live spielt. Aber das Arma 3 Altes Live-Thema ist noch nicht ausgestanden. Also da gibt es noch mehr. Nur
leider nicht aktuell. Wenn ihr aktuell Welche da was, Folgen? genau, wenn ihr da aktuell was sehen wollt, guckt den Livestream rein. Passiert da was Geiles, highlighte ich das. Wenn in dem Moment keine verbotene Musik läuft, dann werde ich, also GEMA-Musik, ne, so, ihr wisst Bescheid, werde ich das hier auf YouTube auch hochladen. Aber ansonsten auch dort alles auf Facebook und Twitter zu sehen. Also sprich, wenn ich da was rausknall, dann ist es da zu sehen. Ja? Das wäre das Thema Desi und Arma 3. Hast du da irgendwie noch was hinzuzufügen? Ja, weiß nicht. Allgemein halt Breaking Point war ein neues Projekt und so, ist halt auch in der Community, also in der deutschen Community noch relativ unbekannt, würde ich sagen. Ja, das ist richtig. Aber das ist mir schon die Gurne. Nein, natürlich nicht. Nee, gerade vielleicht auch ein Grund mit, warum wir uns für das entschieden haben. Das wäre so mein. Also das war für mich jetzt nicht der entscheidende Grund, das jetzt aufzunehmen. Also ich, wie gesagt, ich habe das gesehen oder ich habe das schon vor ein paar Wochen mal gesehen. Jetzt habe ich das im Livestream gesehen, dass es nur endlich bugfrei oder einigermaßen bugfrei läuft. Das ist halt, also ich hätte da jetzt den einen Abend durchziehen können, ne? Also 20 Stunden am Stück. Zack, zack. Ja. Aber Festplatte sagt dann irgendwann leider nein. Außerdem wollte ich Livestream. Gut, das Livestream kommen wir gleich noch zu. Ich will das gar nicht groß viel länger jetzt alles auseinanderziehen hier, weil ich glaube, sonst wird das Video zu groß und ich will das gleich noch schnell hochladen. Und zwar als ein weiteres Projekt zu unserem Kanal, Daisy, Arma 3 Working Point, Arma 3 Altes Live, kommt unsere wöchentliche Minecraft-Folge. Ja? Wir haben ja beschlossen, dass wir Minecraft so erstmal nicht als Let's Play rausbringen, sondern wirklich als wöchentliches Tagebucheintrag, sagen wir mal ganz vorsichtig so, ja. Und zwar werden wir da jetzt gleich auch ein Video zu aufnehmen und dann zeigen wir euch, was wir jetzt die letzten Tage bei uns auf dem Minecraft-Server gemacht haben. Ja? Und wenn wir dann genug Resonanz kriegen auf unser Minecraft-Video oder halt im Livestream und die sagen, jo, YouTube-Videos finden wir klasse, dann können wir da immer noch wieder drüber schnacken, dass wir das regelmäßiger zeigen, also zumindest auf YouTube. Was ich euch allerdings dazu sagen kann, ist, das, was alles während der Zeit passiert ist, also was den diese wöchentliche Zusammenfassung angeht, oder fast wöchentliche Zusammenfassung angeht, das kommt an, wie oft wir das jetzt spielen, ne? Aber ihr könnt das alles bei uns live abends im Livestream sehen. Also sprich, ihr könnt jeden Abend dazuschauen und quasi auch mitmachen, im Chat eben halt mit mir schreiben oder mit mir diskutieren, Sachen vorschlagen oder mir irgendwelche Tipps geben, etc. Also sprich, was mich jetzt speziell angeht. Jupi spielt da halt wahrscheinlich noch ein bisschen zwischendurch irgendwie auch drauf. Oder beziehungsweise hast du ja auch gemacht, denn du hast ja da vieles gebaut jetzt schon oder einiges gebaut, wo ich halt nicht bei war. Und genau aus diesem Grund finde ich das halt sehr gut, dass wir den Livestream machen mit Minecraft auch und aber trotzdem wöchentlich das auf YouTube dann irgendwie zeigen. Und da wollen wir jetzt mal gucken, wie das ankommt und dann, wenn da Resonanz drauf kommt, dann läuft das. Das nächste ist quasi der Livestream. Ich versuche jeden Abend zu livestreamen, ja, also fast jeden Abend. Normalerweise immer so 18, 19, 20 Uhr, so um den Dreh. Ich schreibe vorher auf meiner Facebook-Seite und auf Twitter, ich sag's nochmal, ja, links unten in der Infobox, wie wahrscheinlich noch nicht gesagt wurde, aber trotzdem alle Links unten drinne. Dort schreibe ich halt immer vorher, pass auf, Livestream geht jetzt los oder halt Stunde vorher, wie ich eben zeitig zu Hause bin. Und dann streamen wir alle Spiele, die wir jetzt genannt haben, plus eventuell die nächsten auch noch weitere. Aber speziell diese Spiele spielen wir da momentan im Livestream. Und gerade auch 4 Minecraft. Wir haben so viel positive Energie und Erfahrungen sammeln können die letzten Tage. Und Wochen ja auch, aber letzten Tage ganz speziell, weil die Livestream gerade erst angefangen hat. So seit, ich glaube, das Stream, ich habe das gestern Abend durchgezählt, seit 11 Tagen, ja. Und wir haben da Zahlen jetzt schon erreicht, da werde ich ein bisschen, wird mir schon ein bisschen warm ums Herz, ja, weil das ist schon ziemlich krass, wurde mir halt von anderen Streamern auch schon gesagt, dass du innerhalb von 10 Tagen doch direkt da so eine Landung hinlegst, ja. Ich kann euch ja mal kurz die Zahlen nennen, das sind einfach, ohne Witz, das ist jetzt wirklich ohne Witz, wir haben jetzt die 100 Follower in 11 Tagen schon geknackt, sind aktuell auf 112. Und haben da irgendwie knappe 2000 Aufrufe. Abends ist das momentan so, dass wir zwischen, ich sag mal so 10 und 20 Leuten sind.
Es kommt immer ganz drauf an, was ich in dem Moment gerade mache. Aber das ist richtig, richtig geil. Und ich sage das nicht ohne Witz, ja, das ist richtig, richtig gut. Weil mich motiviert das und mir macht das halt Riesenspaß. Ja, Riesenspaß. Da sind zwar auch zwischendurch ein paar Flachkörper bei, aber die werden dann raussortiert und gut ist, aber das macht halt richtig Laune, live zu streamen. Und ihr seid irgendwie mit dabei, ja, im Chat. Später auch in-game, aber da kann man später nochmal drüber schnacken, wenn es soweit ist. Und auf YouTube ist das halt fast genauso geil, ja. Da sind wir jetzt gerade bei 37 Abonnenten, also fast 40. Was mich sehr, 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 sehr freut. Mich macht das richtig, richtig glücklich, ja. Scheiß Wort. Glücklich. Ich bin glücklich, oh Gott. Juppie. Gar nicht. Es sind halt fucking 40 Abonnenten, oder fast 40 Abonnenten und 3.500 Videoaufrufe. Ich habe mich schon bei den ersten 10 gefreut. Ich habe mich bei den ersten 100 gefreut. Ja, aber scheiße, Alter. 3.500 Videoaufrufe auf YouTube. Leck mich am Arsch. Nein. Das ist geil, ne? Und das Geile bei euch ist, es sind zwar noch nicht viele, aber es werden immer mehr, ja? Die Kommentare schreiben, die einen Like dalassen, die uns auch auf Facebook verfolgen. Und genau das will ich auch bauen bei uns, dass wir da mehr kommen, also mehr miteinander irgendwie zu tun haben und ihr früher oder später auch irgendwie Einfluss nehmen könnt auf das, was wir machen und oder wie wir es machen oder wenn euch die Videos erfreuen, was oder diese Livestreams, die wir machen, dass ihr uns sagen könnt, ja, pass auf, das ist geil geworden und wir dadurch natürlich noch motivierter werden und noch mehr machen und neue Projekte anfangen. Aber ich würde sagen, so resümee-mäßig jetzt die letzten 2 Monate oder sagen wir ja, letzten 2 Monate, ich sag mal ganz grob, 2 Monate, eine scheiß geile Lebenserfahrung für mich. Nur für dich. Ich wollte gerade sagen, der Juppie findet das alles scheiße. Ja? Das ist alles ziemlich scheiße. Der ist halt zu blöd, sich einen Facebook-Account zu klicken und einen YouTube-Kanal zu klicken und so. Und deswegen ist das für ihn alles so schlecht. Jetzt aber eine ganz harte und böse Beleidigung, das weiß ich nicht. Ja, schreib dich nie ab. Meld, mach dir einen Account. Nein. Nein. Nein, jetzt ohne Witz ist, ja, also ich bin feucht an den Augen. Ja? Wie sieht das bei dir aus? Ist das irgendwie ein bisschen gefühlsergreifend? Klar. Ja, also ich glaube dir nicht und die Leute wahrscheinlich auch nicht. ja, deswegen, ihr seht, deswegen führe ich das Wort an, weil aus dem kommt halt nichts raus, ja. Es ist wirklich nur, ja, nicht viel. Wir müssen ihm mehr Alkohol geben, dann geht das besser. Gif, ja. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier mit einer Aufnahme drin habe, aber es ist jetzt passiert, ja. Ausrutscher. Ja, wir wollen jetzt noch ein bisschen was aufnehmen. Ich würde sagen, wir haben uns auch viel zu lange gequatscht schon. Ich bedanke mich fürs Zusehen auch von diesem Video. Ich bedanke mich für alle anderen Klicks und Kommentare, Likes, Follows, Tweets, wie auch immer. Ja, für jede Zeile im Chat bei uns im Livestream. Danke dafür. Das macht uns heiß, ja. Noch mehr heißer als sonst. Das ist hot. Ja. Vielleicht kriegen wir Juppie irgendwann dazu, dass er auch ein bisschen mehr redet. Oder halt einfach mal was Vernünftiges aus sich rauskommt. Und wenn nicht, dann kommt er halt wieder ins Heim. Ja. ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich sag schön tschüss, Juppie. Ja, schön tschüss. Juppie sagt auch schön tschüss. Bis zum nächsten Video. Haut rein.